Die letzten Tafel steht an. Herzlich willkommen zurück zu Drive Club und das Abschlussrennen auf vier Rädern. Naja, schauen wir mal, was wir heute kriegen. Allrad. Nimm mal den Allrad. Nimm mal den V8 Hybrid hier. Nimm mal den Peugeot mal. Let's go. Platzierung in den Top 5. Grundzeit von 128 weniger. Platzierung in den Top. Ach, kriegen wir schon jetzt. Drei Rennen sind es jedenfalls. Thank you.
Auto fast gerade richtig unterwegs. Also der hat sich mit dem Räder wieder gerade geschoben gerade. Fehlen uns noch zwei kleine Rennen, dann hätten wir es geschafft. So. Rennen Nummer 2. Das haben wir jetzt noch. Wir haben das zweite Rennen auch gewonnen. Kayla Jones ist auf Platz 10 Uhr gelandet, okay. So lange gefühlt im letzten Lauf und dann wird das jetzt. 8 Punkte. 1, 2, 3. Ja, 9. Also zumindest unter die Top 9 müssen wir kommen.
So, das ist jetzt auch wieder nur eine so eine DR-Runde. Runter von 1,58? Für Runden sind sie das. Also 0,58, oder?
damit haben wir jetzt. Und zwar ziemlich wieder frei. Zu mir gerannt. Der Job war 90, war da wieder. Obwohl der eigentlich so gut war am ersten Rennen, hat er dann am Ende nur Platz 6 geschafft mit McLaren. Der zweite, der war besser als Sieger. Am Top der Punkte Frankfurt. Er hat auf den Haus hoch nach Hause gefahren. Ein Ariel. Oh. Atom. Ach, ich dachte mir, den hätten wir schon freigeschaltet längst. Gut. Dann haben wir's, liebe Leute. Schön, dass es. Dass ihr mich begleitet habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder mit den Bikes. Und da freue ich mich dann drauf. Bis dahin und tschüss. Bye. Drive Club.